Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Mehedeva Shubrakayeshu Sarvada Om. Du großes, mächtiges Wesen, so schön wie 10 Millionen Sonnen, segne meine Unternehmen und Pläne. Ich bitte dich, räume alle Widerstände aus dem Weg, wie es ein Elefant mit seinen gebogenen Stoßzähnen macht. Om Shiva Kratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha. So, auf eine gute Zusammenarbeit und einen tollen Film. Zu einem guten Ende gehört ein guter Anfang. Mit einem Räucherritual soll alles gut werden. Und das sind uralte Räucherkräuter, die schon in der alten Steinzeit heilig waren und dafür benutzt wurden. Und das Mariengras heißt auf Lateinisch Hiero Chloe oder Rata, das heißt heiliges, duftendes Gras. Und wurde früher den alten Göttinnen geweiht und dann auf Maria übertragen. Und heutzutage ziemlich vergessen. Und der Beifuß, der wird von Schamanen überall auf der Welt benutzt, weil er öffnet so das dritte oder das obere, das Kronenchakra. Mit Wacholder, Tannenharz und Mariengras in der Nase folgen wir dem Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl in seine geheimnisvolle Welt der Pflanzen. Eine Welt, in der sich unsere Vorfahren noch gut auskannten. Die Welt der Druiden und Schamanen, der Elfen und Naturgeister, aber auch die der Pflanzenmedikamente und Ökokultur. Er begreift den Menschen als Teil der Natur. In seinem Kosmos hat jedes Lebewesen eine Seele, auch das unscheinbarste Kraut. Auf dem Streifzug durch die Natur macht er uns mit seinen Freunden bekannt. Das ist, fühlt sich so ledrig an, das ist der einer meiner pflanzlichen Verbündeten. Und als ich mein erstes Buch schrieb und nicht wusste, wie man schreibt, habe ich Tag und Nacht geschrieben. Bin erschöpft umgefallen, hatte eine Lungenentzündung. Und da träumte ich von einer kleinen gelben Blüte, wie eine Sonne. Die wuchs dann draußen an einer Böschung und das war die Blüte vom Huflattich. Der lateinische Name ist Tussilago, das heißt Hustenlinderer. Ich habe die Blüten gesammelt, in 3 Tagen war die Bronchitis, eine schwere, war weg. Storls Apotheke ist der Wald und die Wiese. Für ihn sind Pflanzen Lebewesen, die heilende Wirkstoffe besitzen. Was schmeckt's? Nach Baldrian. So, nun gebe ich zum Dank eine Münze, am liebsten Kupfer. Das kennen die Elementarwesen, das hat man schon immer gemacht. Oder etwas Bier oder Met oder Getreidekörner. Die Indianer geben Maismehl und oder Tabak. Die Afrikaner Hühnerblut, die Inder Reis. Und aber wir leben im Kapitalismus seit den Fuggers und kriegen sie einen Kupferpfennig als Dank. Ein kulturübergreifendes Ritual. Nicht nur nehmen, sondern der Natur auch wieder was zurückgeben, um die Heilkraft zu erhalten.
Der Ackerschachtelhalm zum Beispiel soll gut sein bei Rheuma, Gicht und Bandscheibenschäden. Wenn man eine spezifische Krankheit hat oder eine Not, dann geht man mit fast wie mit einem Gebet. Und man denkt auch an die kranke Person. Und dann bittet man die Pflanze und nimmt sie. Also es sind uralte Rituale, auch immer mit dem Gesicht nach Osten gewandt, der Sonne zu, weil das die aufsteigende Lebenskraft ist nicht nur symbolisch. Mhm. Und deswegen habe ich hier die Hände auf die Erdboden gelegt. Das ist nur eigentlich eher symbolisch, aber es ist die Gesinnung, die wichtig ist. Die Liebe zu den Pflanzen hat er von seiner Großmutter geerbt. Sie war für ihn die erste Heilerin. Sie brachte ihm den Kamillentee, wenn er krank war. Einen Arzt kannte sie nicht. Ihr Pflanzenwissen hat sie ihm vererbt. Gut, Fuß. Schon in Sachsen, wo er 1942 geboren wurde, war er viel in der Natur unterwegs. In den 50er Jahren wanderte die Familie in die USA aus. Dort studiert er Biologie und Ethnologie, wird Universitätsprofessor, macht Feldforschungen bei den Indianern und überall dort, wo es noch eine Verbindung der Menschen mit der Natur gibt. Seit 1986 ist er wieder in Deutschland. Im Allgäu lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern bewusst zurückgezogen auf einem alten, baufälligen Bauernhof. Hat sich an dem Leben hier oben in den letzten Jahren, seit ihr hier seid, was verändert? Ja, ist leichter geworden. Wir waren hier 4 Jahre ohne Auto. Wir waren vollkommen unbekannt, als wir hier in Deutschland einschneiten, praktisch wie so runtergefallen aus einem anderen Planeten. Und am Anfang haben wir auf Stroh geschlafen und ich habe alle Möbel selber gezimmert und so, jetzt geht's langsam aufwärts. Das hier ist ja auch schon motorisiert hier. Angetrieben von Menschenkraft. Ja, ja. Ist es ein hartes Leben, das ihr hier oben führt? Also wenn man sich überlegt, wer macht schon sein Holz selber? Ja. Aber ich würde sagen, ein gutes Leben ist immer ein hartes Leben. Da schläft man nicht ein. Denn wenn alles, wenn die Temperatur, wenn man da nur mit dem Knopfdruck, und ich sehe das ja bei den meisten, es gibt keine Aufregung mehr, da braucht man einen Abenteuerurlaub irgendwo, aber der muss ein sicherer Urlaub sein und das Leben wird fad. Und ich bin dankbar, dass, also solange man zurechtkommt, dass es diese Härte hat. Vorbereitungen für ein Naturritual, einer Puja, so der indische Name. Als Völkerkundler hat Storl erkannt, dass diese Rituale in allen Kulturen seit der Steinzeit existierten. Ob bei den Kelten, Germanen oder bei den Indianern, bei allen hat Storl viel vom spirituellen Umgang mit der Natur gelernt. Nach Storls Lehrer, dem Cheyenne-Medizinmann Elk Shoulder, ist die Natur sogar die Quelle des Heiligen. Sein Wissen gibt er weiter. In Kräuterseminaren zum Beispiel führt er die Teilnehmer zu den Seelen der Pflanzen. Storl vermittelt den nötigen Bodenkontakt und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Die Seminaristen sollen lernen, die Erde wieder zu spüren. Der Seminarort kann überall in der Natur sein. Immer besitzt er eine gewisse Magie. Storl unterstreicht den Zauber mit seinen Requisiten. Getrocknete Kräuter, Zunderschwamm, Muscheln, Rasseln und Trommeln. Die Blickrichtung ist Osten. Und dann tut man den Stein als so eine Art Mittelpunkt unter dem Baum. Und der Baum ist nicht mehr ein einfacher Baum, es ist langsam der Weltenbaum. Es ist der Schamanenbaum, auf den der echte Schamane dann hinaufklettert in die geistige Welt. Er nimmt dann Eichhörnchengestalt an, wenn er zu dick ist oder so, und rennt hoch. Shiva, 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 Shiva. Er lädt
alle Naturelemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft ein, sich am Fuße des Baumes zu treffen. In seiner Denkweise entsteht ein sakraler Raum, in dem die Seele der Natur fühlbar werden soll. Das ist eigentlich das Erste und das Einzige, was uns wieder mit allem verbindet. Wir leben von den Bäumen, die Bäume geben uns den Geist, den Atem. Es ist eigentlich das Natürlichste, dass man dann dankt und sich dessen auch wieder bewusst wird. Der rote Punkt zwischen den Augen der Teilnehmer markiert das dritte Auge, das den Blick für das Wesentliche öffnen soll. Es ist fein, es fühlt sich alles sehr gut an nachher. Ich habe gar nicht gemerkt, dass mir eigentlich kalt sein müsste. Die Füße sind jetzt saukalt und vorher habe ich es überhaupt nicht gemerkt. Und das Singen und das sich bewegen und das, die Gerüche und all das ist einfach schön, sinnlich. Die Kräuterdüfte verteilt Storl mit dem Flügel eines Bussards. Der edle Vogel hatte sich auf seinem Hof in einer Stromleitung verfangen. Storl konnte ihn nicht mehr lebend retten. Alles um uns herum, das verbindet einen. Das ist im Einklang miteinander und wir sind einfach ein Teil davon. Das erste Mal, als es ganz schlecht ging. Und dann hat mir mal so jemand gesagt, umarm mal einen Baum und dann geht es dir wieder gut. Da habe ich auch gedacht, er spinnt. Und dann habe ich es einfach mal probiert, weil mir es ganz schlecht ging. Ja. Und siehe da, der Baum hat mir Kraft gegeben. Was von außen betrachtet wie ein leicht abgedrehtes Spektakel aussehen mag, ist aus Storms Sicht die Rückkehr zum eigentlichen Menschsein. Die Menschen wieder mit ihren Wurzeln zu verbinden. Das heißt mit der Erde, mit den wirklichen Wurzeln, mit der Luft, die sie atmen, mit den Tieren und Pflanzen rundherum. Denn wenn die Menschen nicht verbunden sind, dann verkümmern die Seelen. Und dann werden sie unglücklich und aggressiv und richten allen möglichen Unsinn und Schaden an. Und es ist nicht nur meine Aufgabe, viele arbeiten daran. Es braucht nicht einmal 2 Stunden und wir erleben an den Teilnehmern, dass Storl sein Ziel erreicht hat. Bei aller Spiritualität ist Dr. Wolf-Dieter Storl immer noch ein Vollblutwissenschaftler, allerdings stark beeinflusst von seinen geistigen Lehrern, indische Bettelmönche, der Bauernphilosoph Arthur Hermes und die Cheyenne-Indianer. Wenn er nicht gerade ein Seminar auf einer Waldlichtung veranstaltet oder einen Vortrag hält, dann schreibt er Bücher, in jedem Winter ein neues. Dann ist die Familie auf fast 1000 Meter eingeschneit und abgeschnitten von der Welt. Ja, Schreiben ist für mich so etwas wie eine Art Meditation. Und wenn ich schreibe, bin ich ganz in einer anderen Dimension. Und die Gedanken fließen durch mich durch und ich schreibe sie. Und dann habe ich hier überall die Nachschlagwerke, damit ich nachsehen kann, ob das, was ich schreibe, auch stimmt, ob die Buchstabierung stimmt, die einzelnen historischen und technischen Details hole ich mir da, aber das Schreiben, das ist wie ein Fluss. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nachts schreibe und tagsüber führe ich es nur aus. Die Inspirationen kommen in der Nacht. Er vergleicht traditionelle Volksmedizin aus vielen Kulturen und beschäftigt sich mit den Heilmethoden der Naturvölker. Seine Doktorarbeit schrieb er über Schamanismus unter europäischstämmigen Amerikanern.
auch was ich früher als Naturwissenschaftler gemacht habe, das fließt mit hinein, der Anspruch auf Exaktheit. Nur haben sich die Grenzen ausgedehnt, jenseits dieses engen Rahmens der empirischen Wissenschaft ausgedehnt, und da kommt sogenanntes Geistiges mit hinein. Und ich brauche auch die Stille des Waldes und besonders des Winters, um zu schreiben, denn dann gehen die Gedanken sehr tief. Dann verliere ich den Faden nicht. Wenn ich in der Stadt leben würde, das wäre so staccato, so impressionistisches Schreiben. Ausnahmsweise dürfen wir Storl und seinen Freund Hacki Eichhorn begleiten. Die beiden wollen Zunderschwämme ernten, den wichtigsten Rohstoff für Räucherrituale. Mitten im Wald, an einer abgestorbenen Buche, werden sie fündig. Zunder kommt von dem Wort zünden, und schon die Steinzeitmenschen haben ihn zum Feuermachen benutzt. Wenn Dr. Gradlock, so nennen ihn die Allgäuer liebevoll, unterwegs ist, pflückt er nicht einfach Blumen, oder wie hier nimmt er nicht einfach einen Schwamm vom Baum. Er fragt den Baum, ob er nehmen darf. Das ist ein alter Hüter des Waldes. Und da wohnen sehr viele Naturgeister drin. Und geht man nicht einfach und holt sich das so. Habe ich gemacht früher, als ich von Zunderschwamm hörte. Ah, Zunderschwamm. Und dann zack, der Stock brach, wirbelte in die Luft, fast Zeitlupe, auf die Hand, mir fast die Hand gebrochen. Habe ich dann gesehen, nee, das nimmt man nicht einfach, nicht sowas. Und jetzt frage ich die Elementarwesen, die hier sind, ob wir es nehmen können. Für ihn ist es kein Widerspruch, sich trotz seiner besonders tiefen Naturverbundenheit der Technik zu bedienen, zum Beispiel um zu einer Lesung zu fahren. Für ihn gibt es nur die eine Welt und er ist ein Teil davon. Obwohl er so viel alleine ist, liebt er es durchaus, vor Publikum aufzutreten. Also ich will nicht sagen, dass ich Schamane bin. Also das im Allgäu und weit darüber hinaus hat er seine Fangemeinde, die ihn gerne als genau das sehen würde, was er selbst überhaupt nicht sein will. Aber ich bin wirklich kein Schamane. Ich bin nicht jemand, der hier auf Geisterreisen geht und wenn da irgendjemand mit einer unheilbaren Krankheit ist und das mache ich nicht. Er sammelt Geschichten über Schamanen und ihre Heilkräfte und Geschichten von Heilkräutern. Er bedient sich dabei uralter Quellen. Vielen Dank. Und dann liest man hier zum Beispiel, auch aus dem Neuen Kräutersegen, gibt einen guten Einblick in die schamanische Praxis der damaligen Zeit. Ein Segen gegen plötzlichen Elfenschuss oder Hexenschuss. Das ist, wenn man so, oh, was war das? Dies ist dein Heilmittel gegen Götterschuss. Dies ist dein Heilmittel gegen Elfenschuss. Dies ist dein Mittel gegen Hexenschuss. Ich werde dir helfen. Und dann geht's weiter. Offenbar ist er erfolgreich. Und die Schamanen, die versuchen Heilungen nicht, wenn sie nicht sicher sind, dass sie die Kraft haben, den Power, diese Geistwesen zu überwinden. Und da hat er eine Kräutersalbe bereit und diese Salbe wird auch erwähnt, was es ist, in diesem Fall gegen diesen Elfen. Mit dem Allgäu hat Storl vermutlich den für seine Themen besten Platz in Deutschland gefunden. Ja, der Herr Storl spricht ein Thema an, das uns hier im Allgäu als naturverbundene Menschen sehr anspricht. Er geht in die Natur, beschäftigt sich mit den Pflanzen, mit den Geistern,
wie er sagt, weg vom Hirn sozusagen. Und das ist hier den Menschen ein bisschen im Blut. Die beschäftigen sich mit solchen Dingen, ob das Winschelrutengehen ist, mit Feen und Elfen oder Reiki, Hand auflegen. All das, diese Sachen interessieren die Menschen hier und die haben schon so eine kleine esoterische Ader und sind da empfänglicher wie andere Menschen. Mais auf 1000 Meter Höhe. Ein Hinweis auf Storls besonderes gärtnerisches Talent. Sein Garten strotzt vor Vitalität. Gemüse und Obst reichen aus für den Vier-Personen-Haushalt. Alles andere, auch das Fleisch, wird gekauft. Die 10-jährige Tochter und der 16-jährige Sohn blieben während der Dreharbeiten im Hintergrund. Bewusst zeigen wir das Haus der Familie nicht und wir sollen auch nicht sagen, wo es liegt. Darum haben uns Wolf-Dieter und Christine Storl gebeten, sie wollen nicht, dass hier eine Wallfahrtsstätte für Esoterikpilger entsteht. Das Gärtnern hat er im Schweizer Emmental bei Berg- und Biobauern gelernt. Kennst du das, Boric, die Blüten vom Radieschen? Die sind sehr gut im Salat. Er sammelte sein Wissen in Bangladesch, der Türkei und Burma, Ägypten, Israel und Thailand. Es scheint, als habe er im Allgäu endlich eine Heimat gefunden. Nie zuvor hat er so lange an einem Ort gelebt. Auch hier hat er bei seinen Streifzügen durch die Natur die einheimische Pflanzenwelt erforscht. Er solle nicht nur das Indianerwissen nach Europa importieren, hatte ihm ein indianischer Medizinmann den Auftrag gegeben, er solle auch in seiner Heimat nach Riten, Traditionen und Heilwissen suchen. Bei Hildegard von Bingen und Maria Treben wurde Storn fündig. Und bei Pfarrer Kneipp, der schon wusste, dass ein Bad in kaltem Wasser Abwehrkräfte stärkt. Kühle 10 Grad. Für Storl also pure Medizin. Ich habe so in den Jahren so ein Vertrauen zur Heilkraft der Natur und zur Heilkraft des Körpers überhaupt gewonnen. Das nannte man im Mittelalter das Vis Medicatrix Naturae, das Selbstheilvermögen. Und heilen heißt, dieses zu unterstützen. Und da ich keine Versicherung habe, achte ich viel mehr auf den Körper. Also ich stimme mich ein, wenn irgendwas schmerzt oder wenn dieses oder jenes ist, dann stimme ich mich ein, lenke das Bewusstsein hin und fange schon an, prophylaktisch mit der richtigen Heilpflanze daran zu arbeiten. Zum Beispiel bei Herzbeschwerden würde er zu Weißdorn greifen. Er weiß aber auch um die Heilkraft und die Nebenwirkungen des Fingerhuts. Dessen Wirkstoff Digitoxin darf jedoch nur ärztlich verordnet werden. Gibt es denn auch sowas wie ein Kraut, das gegen Altern gewachsen ist? Ja, das wäre ja schön. Es gibt Kräuter, alle Kräuter geben uns Lebenskraft. Und wenn wir so viel grüne Kräuter essen oder so, ja, so elixiermäßige Pflanzen wie Brennnesselsamen, dann hilft das uns, alt zu werden, es sei denn, das Schicksal hat was anderes mit uns vor. Aber so gegen Altern nicht. Und außerdem, wenn man alt wird, warum will man dann zu lange rumhängen? Storl will sein Wissen verbreiten. Er ist viel unterwegs zu Vorträgen und Seminaren. Er ist auf dem Weg nach Freiburg zur Heilpflanzenschule. Dort wollen Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer, Heilpraktiker und Kräuterinteressierte von ihm etwas erfahren über eine Pflanze, die bei Borreliose hilft. Die ganz weiche, so wenn man dagegen streift, federt es immer zurück. Deswegen, die wurden halbiert. Es ist die Karde. Und, sie diente früher zum Kämmen von ungesponnener Wolle. Die gehören zur Familie der Skabiosen. So Ackerwitwenkraut, Skabiosen und dergleichen. Dipsakiaceen. Vor 7 Jahren war auch er bei einem Naturritual von einer Zecke gebissen worden und an Borreliose erkrankt. Es ging ihm schlecht. Der Zeckenbiss entzündete sich und befiel die Gelenke. Er hatte bei unterschiedlichen Naturheilern und in der Pflanzenmedizin geforscht und wurde schließlich bei der chinesischen Medizin fündig.
Die Pflanzen wachsen ja nicht wie Bausteine, sondern sie tanzen. Wenn die Pflanzen tanzen, dann lässt er die Teilnehmer ein Lied singen von einem Schweizer Bergbauern. Wichtig ist ihm, gemeinsam und ehrfurchtsvoll die Wurzel der Karde zu graben. Die Kursteilnehmer verarbeiten die Wurzel zu einer Tinktur. Gewaschen und zerkleinert landet die Karde in Alkohol und soll, dreimal täglich eingenommen, bereits nach 3 Wochen eine Linderung der Borreliose bringen oder, wie bei Storl, die heimtückischen Bakterien ganz abtöten. Und das Ganze ohne Nebenwirkungen. Die Karde ist nirgendwo als giftig, wird sie nirgendwo als giftig angegeben. Sie wird immer als ein reinigendes Mittel angegeben. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Karde alleine hilft, wenn die ganzen Lebensumstände noch chaotisch sind, wenn man sich nicht richtig ernährt und nicht richtig schläft und nicht versucht, mit dem Stress zurechtzukommen, dann kann man die Tropfen einnehmen oder den Tee, dann würde ich sagen, ist eine große Chance, dass es nicht funktioniert. Der Kräutermann ist von der Wirkungskraft der Natur überzeugt. Deshalb verzichtet er auf eine Krankenversicherung. Tage mit Freund Hacki sind für ihn heilsamer Luxus. Denn manchmal hat auch er den Stress in sich. Wenn etwas hart ist, wo man hart angespannt ist und schwer arbeiten muss, das ist kein Stress. Stress ist, wenn man nicht in eine Entspannungsphase kommen kann. Und das ist bei vielen Leuten der Fall. Sie sind gestresst von der Arbeit, sind gestresst, wenn sie nach Hause kommen, weil ja, vielleicht Ehepartner arbeiten auch, sind genauso gestresst. Und es kommt nie zu einer richtigen, grundlegenden Entspannung. Das ist auch eine der Hauptursachen für viele Erkrankungen. Wir konnten in den Tagen mit Wolf-Dieter Storl viel Neues erleben. Und wir fragen uns, ob er wirklich immer in der Mitte ist. Ja, manchmal, manchmal auch nicht. Aber wichtig ist, dass man die Mitte wieder findet. Und die beste Art und Weise, die Mitte zu finden, ist, dass man sich mit der Natur verbinden kann. Shubrakayeshu Sarvada Om Om Shiva Kratunda Mahakai Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Mehedeva Shubrakayeshu Sarvada Om.